He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battlecat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Hier ist unser Plan. Durch unsere geheime Karte kommt ihr in den Königspalast und entführt Königin Marlena. Cobra Khan wird sie zu mir bringen, während Merman den Weg bewacht. Und Whiplash und Clawful führen He-Man zu meinem Schoßtierchen, Screech. Wo sind Orko und Cringer? Ich hab Hunger. Es ist Essenszeit. Ich weiß nicht, wo Cringer ist, aber Orko sagte, er wollte uns einen neuen Zaubertrick zeigen. Ich kann's kaum erwarten. Vater, manchmal denke ich, du bist neidisch. Neidisch? Zeit zum Essen. Komm, Faulpelz. Alle sind schon bei Tisch. Ich komme, ja. Nein, du hast nichts Schlimmes gemacht. Das ist Cringer. Er ist nur eine große Angstkatze. Ich muss gehen. Ich komme zu spät zum Essen. Jetzt zum Speisesaal. Nein, erst schnappen wir die Königin. Still, ihr Trottel, folgt mir. Und jetzt zu meinem neuen Zaubertrick. Das hatte ich befürchtet. Orko, lass das sein. Es ist leer. Reingelegt. Sehr komisch. Bekomme ich jetzt meinen Fruchtsaft oder nicht? Das ist genug. Halt. Ich befehle es dir. Toller Trick. So eine Schweinerei. Oh je. Ich mach ja schon sauber. Danke, das mache ich lieber selbst. Für heute habe ich genug von deinen Zaubertricks. Wo ist Königin Marlena? Sie macht wohl ein kleines Nickerchen. Cringer, frag mal, ob sie zum Essen kommt. Das mache ich, aber lasst mir noch was übrig. Hey, es ist leer. Dank deines Zaubertricks. Königin Marlena, bist du wach? Sie schläft noch. Ich warte lieber, bis sie aufwacht. Ich hoffe, Adam isst nicht alles auf. Mal sehen, wie Ihnen mein Schlafnebel bekommt. Ich bin so müde. Ach, ich bin auch müde. Was ist denn los? Keine Ahnung. Was ist los? Du liebe Zeit, ich bin auch müde.
Was ist denn das? Das klingt aber nicht nach Adam oder Man at Arms. Ich warte lieber unter dem Bett. Oh, ist das Nebel oder Rauch? Ich bringe die Königin zu Skeletor. Ihr beiden verwischt unsere Spuren und führt He-Man in Skeletors Falle. Screech wird sich dann um ihn kümmern. Ah, das wird He-Man keuchen. Brillant, Whiplash. Schnell weg. Was ist los? Alle sind eingeschlafen. Wo ist Königin Marlena? Cringer wollte sie holen und kam nicht zurück. Wir sehen lieber mal nach. Ah, sie ist weg. Und Cringer auch. Das ist ein Fall für He-Man. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Jetzt wollen wir mal draußen nachsehen. He-Man! Was ist passiert? Ihr seid alle eingeschlafen und jetzt ist die Königin fort. Schau, Setan! Ich habe das an der Tür gefunden. Hier ist noch mehr Setan. Also waren Merman und seine Freunde hier. Hier ist ihre Spur. Macht schnell, dann kriegen wir sie. Wir nehmen das Drachengefährt. Orko, du bleibst hier. Wenn der König aufwacht, sag ihm, was passiert ist. Die haben es wieder gut. Oh, ein schönes Nickerchen. Oh, die Königin ist weg. Sie ist sicher schon beim Essen. Hoffentlich ist noch was übrig. Keine Sorge, Cringer. He-Man ist schon unterwegs mit dem Drachengefährt. Es ist alles meine Schuld. Ich hörte jemand kommen. Ich hatte solche Angst. Ich hätte sie aufhalten müssen. Es waren zu viele. Schau, wie viele Fußspuren hier sind. Sie gingen hier entlang. Ich hätte mich nicht um das Bett legen dürfen. Warum habe ich immer solche Angst? Was ist los mit mir? Halt! Die Königin ging nicht in diese Richtung. Woher weißt du das? Das sagt mir meine Nase. Königin Marlena wurde in den Geisterwald gebracht. Aber He-Man folgte der anderen Spur. Oh nein! Cringer und ich werden sie finden. Werden wir? Ja, das werden wir. Wenn euch jemand folgt, muss er die Hängebrücke überqueren. Dann werde ich auf ihn warten. Mein Näschen sagt mir, dass die Königin zum Fluss gebracht wurde. Dann haben sie bestimmt ein Boot. Wir gehen lieber hier rüber. Ich werde sickern. Halt dich fest. Lauf schnell rüber. Laufen? Ich bin froh, dass ich mich halten kann. Dann schwimm mal schön! Ich hasse Wasser, ich kann nicht schwimmen. Aber du kannst dich treiben lassen. Ich kann treiben. Hilfe, ich werde nass. Sei still, ein bisschen Wasser hat noch keinem geschadet. Ich muss ihn aufhalten.
Lass mich nicht fallen. Dich? Und was ist mit mir? Hilfe! Hilfe! Das wird euch lehren! Gute Arbeit, Merman. Zwei sind hin, noch drei im Sinn. Herein! Ich bringe die Königin. Das sehe ich. Willkommen in meinem bescheidenen Heim, Königin Marlena. Ich verlange, dass du mich freilässt, Skeletor. Oh nein, noch nicht. Du bist der Köder für meine Falle. He-Man rechnet mit dir ab. He-Man rechnet mit niemandem ab. Ich habe eine Überraschung für ihn. Sieh her. He-Man erwartet keinen Angriff von oben. Diesmal bringt ihn Screech zu mir. Als meine Gefangenen! Ich glaube, ich habe den halben Fluss geschluckt. Und alle Fische. Ein Freund von Mermen. Mögt ihr meine Kleinen nicht, aber sie mögen euch! Packt sie! Ich glaube, ich habe Angst. Ich glaube, ich bin eine richtige Angstkatze. Ein bisschen magischer Staub, siehst du? Kein Grund zur Angst. Nur weil es dunkel war, dachtest du, es ist jemand hinter dir her. Hab doch keine Angst vor deiner Einbildung. Du hast recht, Orko. Suchen wir Königin Marlena. Schnell! Sie werden entkommen! Wir kommen, dich zu befreien! Orko, Cringer, ich war noch nie so froh, euch beide zu sehen. Sie ist verschlossen! Na, Orko, hast du keinen Zaubertrick auf Lager? Mal sehen, ich hatte doch ein paar Schlüssel. Ich sagte Schlüssel, nicht Käse. Einer davon wird passen. Oh, wunderbar, Orko. Hör zu, Skeletor will He-Man fangen. Sein Roboterfalke soll ihn aus der Luft angreifen. Wir müssen das verhindern. Das ist zu gefährlich. Wir müssen euch zum Palast zurückbringen. Aber ihr müsst He-Man warnen. Ich warne ihn. Du? Ich bin doch schuld an diesem ganzen Haschalamahassel. Ich muss versuchen, He-Man zu warnen. Hoffentlich schaffe ich das. Hab mehr Selbstvertrauen, Cringer. Wir trauen dir das zu. Klar, zur Sicherheit gebe ich dir mein magisches Amulett für Tapferkeit und Mut. Hier, ich hab's für dich gemacht, Cringer. Jetzt bist du genauso tapfer wie He-Man. Ich danke dir, Orko. Ich fühle mich schon ganz tapfer. Wenn wir bloß den Weg nach draußen finden. Whiplash und Clawful laufen da rein. Hoffentlich kriegen wir sie. Die Tore bleiben offen. Folgen wir ihnen. Das sollten wir nicht. Es ist eine Falle. Skeletor hat etwas vor. Er will sicher, dass wir Snake Mountain betreten. Und ich möchte wissen, warum. Endet dieser Tunnel denn niemals? Ich glaube nicht, was Orko über Dunkelheit gesagt hat. Zum Glück ist hier ja Licht. Zu früh gefreut. Wer geht da? Nur ich. Ich dachte, es gibt keine Geister.
falsch gedacht. Wie konntest du ins Skeletors Reich eindringen? Du musst bestraft werden. Oh, du kannst mir gar nichts antun. Ich habe mein Amulett für Tapferkeit und Mut. Es klappt. Es kann eine Falle sein, He-Man, aber wir müssen die Chance nutzen, um Königin Marlena zu retten. Ich weiß nicht. Ich habe so ein komisches Gefühl. He-Man will nicht in meine Festung kommen. Dann müssen wir das Schlachtfeld verlegen. Fertig zum Angriff. Quietsch, fertig zum Angriff. Überrasche He-Man von oben. Pack ihn mit deinen Klauen und bring ihn zum See der Vergessenheit und schmeiß ihn rein. Ich wünschte, Battle Cat wäre jetzt hier. Bist du bereit, mein geliebter Screech? Attacke! Amulett, jetzt tu deine Pflicht. Oh, ich habe Höhenangst. Da unten ist He-Man. Abwärts, bitte. Du hast recht, Man-at-Arms. Wir können nicht länger warten. Attacke! Da ist He-Man! Greif ihn! Das Cringer! Er warnt uns! Wir müssen ihn retten! Jetzt kannst du nichts mehr sehen, Screech. He-Man ist auf dem Weg. Besser, wir hauen ab. Dummköpfe! Screech, pass auf He-Man auf! Was ist denn da wieder los? Wieder diese einfältige Katze! Das nehme ich selbst in die Hand. Screech! Screech! Du dumme Maschine, komm zu deinem Herrn! Ich befehle es dir! Ich möchte nicht wieder da rein. He-Man! Macht denn hier nie jemand sauber? Was für ein Chaos! Dummköpfe, packt sie! Kühl dich ab, Merman. Würdest du das für mich bitte halten, lieber Clawful? Jetzt werde ich dir ein Ding verpassen, He-Man! Nein, danke, Whiplash! Und jetzt verknoten wir die losen Enden, Whiplash! Auf Wiedersehen und schlaf recht schön! Für dich, He-Man! Und das ist für dich, Skeletor. Aua, ich will hier raus. Wo ist die Königin? Wir müssen sie finden. In Sicherheit. Orko hat sie zum Palast gebracht. Gut, dann gehen wir zu ihr. Granger tritt vor. Für ganz besondere Tapferkeit überreiche ich dir diese Medaille. Oh, danke, König Rendor, aber ich verdiene sie nicht. Ich wäre nicht so tapfer gewesen, wenn ich Orkos Amulett für Tapferkeit und Mut nicht gehabt hätte. Oh, es ist weg, verloren. Schimpf bitte nicht, Orko. Schon gut, Granger. Es war gar kein echtes Amulett. Das habe ich nur gesagt, damit du dich besser fühlst. Du meinst nur eine Attrappe? Er meint, es hat nicht funktioniert. Es klingt irgendwie nach Orkos Zauberei. Aber hör mal, Granger, du warst sehr tapfer und das ganz alleine zählt. Und diese Medaille bestätigt das. Mhm. Oh.
Ich glaube, wir können dich jetzt nicht mehr Angstkatze nennen, Cringer. Ich glaube nicht. Mit der neuen Medaille bin ich das tapferste Tier in ganz Eternia. Mut und Angst sind zwei wichtige Instinkte. Und wir sollten sie beide beachten. Angst haben ist manchmal genauso wichtig wie Mut haben. Ich war eine doppelte Angstkatze. Warum denn? Weil ich Angst hatte, Angst zu haben. Aha, und wie geht's dir jetzt? Oh, viel besser. Jetzt habe ich nur Angst vor dem Mut. So mancher ist halt nie zufrieden. Bis zum nächsten Mal.